Krankenhaus zu verbringen. Und die Intensivstation ist dafür gedacht, den Patienten auch direkt an Bord schon behandeln zu können. Also gerade bei einem Herzinfarkt oder so, wo es wirklich sehr, sehr schnell gehen muss, wird dann dieser Hubschrauber eingesetzt. Die Hütte von den Leuten ist da drüben, die Luftrettung. Es steht normal immer noch so ein rotes Fahrrad vor der Tür. Und zwar ist es so, wenn ein Einsatz ist, dann hupft der Pilot auf sein Fahrrad, düst drüber, macht den Hubschrauber an und der Notarzt und der Sanitäter rennen hinterher. Wenn jetzt ein Einsatz wäre, dann wäre natürlich der Luftraum gesperrt und die Hubschrauber haben absoluten Vorrang. Allerdings müssen die sich trotzdem an die Verkehrsregeln halten, also die dürfen jetzt nicht von ihrem Protest einfach hoch in die Luft gehen, obwohl es ja ein Hubschrauber könnte, sondern die müssen auf die Zurollbahn und erst auf der Stadt- und Landebahn dürfen sie dann raus. Und so kommen sie meist auch wieder rein. So, das sind jetzt hier, das wäre jetzt ein Hangar vom Aerodienst. Der Aerodienst ist Marktführer in der Flugzeugwartung und eine Tochter von Diehl. Also Diehl hat ja diese Aero-Gruppe, also Aerospace, Cavern, ja, und da gehören die eben auch dazu. Und daher, also dass die hier eben stationiert sind, sind hier einfach auch oft wunderschöne Privatmaschinen, weil die Leute dann die halt hierher bringen und hier reparieren lassen. Habe ich jetzt ein privates Flugzeug oder ein eigenes, muss ich natürlich nicht da drüben durchgehen, sondern dann kann ich hier durchs General Aviation Terminal, das sehen wir da, ist auch so ein Schild Welcome, da geht man dann durch. Da hat man auch die Möglichkeit, also angenommen, ich hätte jetzt eine Maschine, dann wäre ich wahrscheinlich auch Pilot, dann habe ich da die Möglichkeit, meine Route zu planen, Sprit zu bestellen und Wetterinformationen einzuholen. Der Flughafen hat hier auch direkt eine Wetterwarte, hat auch jeder Flughafen, die muss genauso wie die Feuerwehr auch immer besetzt sein und die geben dann eben die Wetterinformationen raus. Da haben wir jetzt eine Cessna Citation, also die meisten Privatmaschinen, die hier sind, sind entweder Cessna Citation oder aber Learjet. P4, also Sie sehen da an dem Triebwerk, das ist P4 und dann Minus und dann noch irgendwelche Buchstaben. Und zwar sagt uns das, was vor dem Strich steht, immer die Zulassung, also die Zulassung an, in welchem Land zugelassen wurde. Dieses Flugzeug wurde jetzt, also P4 ist irgendeine Insel auf den Bahamas, da wurde das jetzt zugelassen. Das sagt aber nichts über den Halter aus, es ist da einfach günstiger. Das könnte ja jetzt genauso gut einem Deutschen gehören. Ja, und hier sitzt der Hangar von der FAI. Ich habe es gerade schon gehört. Die Axmann sind mit